Willkommen in unserem neuen Heim, einem Ort, der von den Schatten des Okkultismus durchdrungen ist. Bevor unsere Räume allerdings zum Leben erweckt werden, möchte ich euch in meine Gedanken entführen. Warum dieses Haus, fragt ihr euch? Warum dieses ungewöhnliche Konzept? Nun, ganz einfach, weil wir das Dunkle und Mysteriöse lieben. Jedes Zimmer wird ein anderes okkultes Wesen repräsentieren, jeder Raum wird einzigartig schön. Und damit, Freunde der Sonne, heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Bau-Challenge. Wir sehen hier vor uns das neue Eigenheim der Addams Family. Noch steht das Gebäude komplett leer. Es gibt zwei Stockwerke. Ich würde aber sagen, dass wir als allererstes mal mit diesem Raum hier beginnen, denn das wird der Eingangsbereich und das Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer gestalten wir im Stil einer Schattenelfe. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Schattenelfe, was zur Hölle soll das denn sein? Das gibt es in Sims doch gar nicht. Mit Schattenelfe meine ich tatsächlich einen Pflanzensim. Aber da dies ein Halloween-Special ist und ein Pflanzensim einfach nicht gruselig ist, dachte ich, machen wir daraus einfach eine Schattenelfe. Also im Großen und Ganzen soll es märchenhaft aussehen, viele Pflanzen beinhalten, aber dennoch halt eben dunkel sein. Und vielleicht passt da zunächst einmal ja dieses Sofa gar nicht so schlecht. Dazu gibt es nämlich auch den passenden Sessel. Und als Sofatisch finde ich den, glaube ich, gar nicht schlecht, denn er sieht so ein bisschen aus wie Holz, Baumstamm und dann könnte das hier Wasser sein, also es schreit einfach Natur. Oder so. Als Lampe finde ich diese hier am passendsten, denn mit ganz viel Fantasie könnten die Blüten darstellen. Und dann brauchen wir natürlich, weil es nun mal dennoch ein Pflanzenzimmer ist, ganz viele Pflanzen. Und es gibt ja tatsächlich auch diese Deckenleuchte, die tatsächlich Pflanzen integriert hat. Und hier hinten fehlt ja noch ein bisschen was, deswegen würde ich sagen, dass die einfach dorthin kommen. Natürlich dürfen bei Pflanzenzims aber auch Blumenkübel nicht fehlen. Und weil es aber keine normalen Pflanzenzims sind, sondern Schattenelfen, werden hier nur Schnitterblumen gepflanzt. Ich meine, diese Pflanzen schreien förmlich nach Tod. Eine Bienenkiste darf natürlich auch nicht fehlen, allerdings nicht aus gutem Grund, sondern den Bienen zu befehlen, andere Sims zu jagen und zu stechen. Es gibt aber auch noch den Begleiterorb der Fee oder auch der Schattenelfe. Dann haben wir auch noch diese schwarze Feenstatue, die ja eigentlich auch nicht fehlen darf. Da Pflanzensims aber auch irgendwie Wasser benötigen, darf so ein Wandbrunnen natürlich auch nicht fehlen. Und damit würde ich sagen, dass wir mit dem Wohn- und Eingangsbereich auch fertig sind und uns der Küche und dem Esszimmer widmen können. Die Küche bekommt den Stil einer Hexe. Okay, das passt hervorragend, denn hier haben wir tatsächlich diesen Hexenkessel, mit dem man tatsächlich kochen kann. Die passenden Küchentheken dazu haben wir auch aus dem Pack Reich der Magie. So gefällt mir das von der Aufteilung her auf jeden Fall schon mal ganz gut. Wir brauchen natürlich aber noch mehr Sachen, die die Küche so richtig nach Hexe aussehen lassen, wie zum Beispiel solche komischen Kräuter und so ein paar seltsame Fläschchen, wo hier natürlich keine Flaschenposten drin sind, sondern irgendwelche komischen Augen, Rattenschwänze und alles, was Hexen halt so brauchen, um Tränke zu brauen. Eine Hexe braucht aber natürlich auch noch ein paar lebendige Zutaten, deswegen gibt es auch noch ein paar Termiten, Feuerameisen, Stinkwanzen, ganz wichtig. Eine Lunamotte für die Mondzauber. Einen Himmelsfalter. Glühwürmchen, auch ganz wichtig. Aber auch eine Laubheuschrecke, die darf nicht fehlen. So ein paar Frösche dürfen aber natürlich auch nicht fehlen, denn wir alle wissen, Hexentrank-Zutat Nummer 1 sind Froschschenkel. Oh, und der hat nicht mal mehr Augen. Die steckten dann wohl schon hier hinten in einem der Gefäße. Hier haben wir dann noch ein paar Bilder von köstlichen Gerichten, die auch etwas anderes darstellen könnten. Zum Beispiel hier finden sich die Froschschenkel wieder. Ach, und schaut mal, da haben wir dann auch gleich mal die Froschaugen. Ich habe hier tatsächlich noch mehr Hexenzutaten gefunden, wie zum Beispiel diesen leblosen pinken Wal oder aber auch diese leblose blaue Schnecke. Damit würde ich die Küche an sich aber auch abschließen und zum Esszimmer rübergehen, denn auch dort sind wir ja noch im Hexenthema. Wir brauchen hier natürlich auch noch einen richtigen Hexenaltar, wo wir ganz viele Kerzen und gruseliges Zeug drauf finden. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wir wissen aber natürlich alle, dass zu jeder Hexe auch eine Katze gehört. Und deswegen darf diese Ecke und ein Mauseloch natürlich auch nicht fehlen. Ich würde sagen, damit sind wir aber auch mit unserer Hexenküche fertig. Und widmen uns erstmal einem etwas kleineren Raum, denn das hier wird das Wäschezimmer, Abstellkammer, Rumpelkammer, wie auch immer man es betiteln mag. Und die Rumpelkammer bekommt den Okkult Albtraum-Android. Auch hier fragt euch wahrscheinlich, was zur Hölle ein Albtraum-Android sein soll. Aber ganz einfach, es ist ein Servo. Aber auch die Servos sind einfach nicht gruselig. Ein Albtraum-Android ist allerdings extra dafür programmiert, Albträume in die Sims einzupflanzen. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir als allererstes die Robotikstation platzieren. Die muss hier natürlich rein. Und der Servo selber darf natürlich auch nicht fehlen. Es soll aber natürlich gleichzeitig eine funktionale Wäschekammer sein. Deswegen dürfen auch Waschmaschine und Trockner nicht fehlen. Und eigentlich passt es hervorragend zum Servo, denn er nimmt seine Energie aus allen möglichen elektronischen Geräten. Ein
Eigentlich müssten wir hier auch den Boden in diesen hier ändern. Für den Servo brauchen wir aber natürlich auch noch so ein paar Robotikprodukte. Und so ein paar andere Roboter werden ja auch gelagert. Wie zum Beispiel dieser Reparaturbot, aber auch ein Gärtnerbot und auch ein Putzbot. Damit es aber ein bisschen weniger nach Servo und mehr nach dem Albtraum-Androiden aussieht, habe ich es noch ein bisschen dekoriert. Wir wandern aber von diesem Raum in den letzten Raum vom Untergeschoss, und zwar das Badezimmer. Und das Badezimmer gestalten wir im Stil einer Sirene. Als Sirene ist natürlich eine Meerjungfrau gemeint, aber weil Meerjungfrauen in meinem Kopf irgendwie als etwas Gutes verankert sind, ist es in diesem Fall halt eine böse Sirene. Und ich habe auch schon mal eine Idee. Vielleicht können wir aus diesem kleinen Eck hier ja einen Pool bauen. Mit etwas schmutzigerem Wasser. Wenn man dann hier drin badet, ist man ganz bestimmt sauber. Vielleicht verstecken wir hier aber trotzdem noch so eine kleine Dusche. Theoretisch bräuchte man hier auch gar keine Toilette, weil man kann ja einfach hier reinmachen, wo man sich auch wäscht. Aber wir nehmen vorsichtshalber einfach trotzdem mal ein Klo. Als Theke für das Waschbecken nehme ich einfach mal diese hier im dunklen Holz, denn mit ganz viel Fantasie könnte es das Holz eines alten Schiffswracks sein. Und weil Sirenen beim Mondschein am aggressivsten sind, sage ich jetzt einfach mal so, nehmen wir diesen Mondspiegel. Hier gibt es aber tatsächlich ein Schiffswrack. Das ist zwar ein bisschen groß, aber wenn wir es kleiner machen, kleiner geht's nicht, und hier unten im Wasser verschwinden lassen, dann sieht das doch ganz einladend aus. Also ganz ehrlich, Leute, ich würde niemals darin schwimmen. Denn wenn ich nur daran denke, dass mein Fuß dieses alte Schiffswrack berühren könnte, nein. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es genauso seht wie ich oder ob ich einfach nur pingelig bin. Eigentlich brauchen wir aber auch noch so ein bisschen komisches Gestrüpp, was als Seetang dienen könnte. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Es sieht doch ein bisschen aus wie ein düsteres Korallenriff oder sowas in der Art. Also damit wären wir auch mit dem Sirenenbadezimmer fertig. Damit kommen wir von diesem Zimmer also nach oben, und auch hier haben wir tatsächlich noch sehr viele Zimmer. Hier im Obergeschoss starten wir also mit dem Flur, und zwar im Stil eines Zombies. Zombies gibt es also okkulte Wesen zwar nicht in The Sims 4, aber bei einer okkulten Halloween-Bau-Challenge dürfen sie natürlich nicht fehlen. Und tatsächlich würde ich jetzt gar nicht so extrem viel machen. Das Wichtigste ist, glaube ich, bei Zombies einfach, dass es ziemlich verlassen aussieht. Also einfach so, als wäre lange niemand mehr dort gewesen. Denn Zombies sind halt mehr oder weniger tot und die brauchen nichts. Deswegen klatschen wir einfach ganz viele Kratzer und Risse und Spinnenweben und alles, was irgendwie verlassen aussieht, an die Wände. Auch auf den Boden kommen ein paar solche eklige Flecken. Hier habe ich mit der Toolmod mal so einen Mülleimer umgekippt. Und das gleiche mache ich auch mal mit diesem Stuhl. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, mit gedrückter Shift-Taste auf den Stuhl drücken, dann auf Tool, dann können wir ihn drehen, hierbei die Achse ändern, ich möchte ihn so ein bisschen schräg stellen und wir versuchen das erstmal mit 20 Grad. Gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut, wir können ihn jetzt noch so drehen und dann stelle ich ihn hier so schräg in die Wand rein. Schön. Hier kommt noch so ein schöner, staubiger, kaputter Spiegel hin und ein altes, kaputtes Bücherregal darf natürlich auch nicht fehlen. Mehr würde ich hier in diesem wundervollen Flur aber tatsächlich auch gar nicht machen, denn es sieht definitiv so aus, als wäre hier eine Horde Zombies durchgerannt. Damit widmen wir uns aber diesem Zimmer, und das wird das Elternschlafzimmer von Morticia und Gomez Adams. Und dieses Zimmer gestalten wir im Stil eines Vampirs. Meiner Meinung nach ziemlich passend, und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Bett. Wir könnten natürlich auch zwei Särge nehmen, allerdings wäre es dann natürlich nicht ganz funktional, weil sie nun mal keine Vampire sind. Aber man könnte ja trotzdem so einen Sarg ins Zimmer stellen. So als schönes dekoratives Objekt. In einem waschechten Vampirzimmer darf natürlich auch eine Orgel nicht fehlen. Und ich finde, diese Ecke schreit förmlich danach. Das Licht hier drin habe ich mal in Rot geändert. Und ich habe das Gefühl, die Möbel hier drin sollten doch auch rot sein. Und vielleicht können wir aus diesem Planschbecken hier ja ein kleines Blutbad bauen. Denn wenn wir das jetzt einfach mit diesem schwarzen Stein umranden, dann könnte man noch glatt meinen, wir hätten hier eine etwas andere Art von Lebensbrunnen. Und in diesem Blutbad hier in der Mitte wächst ein Plasmafruchtbaum. Ich würde sagen, damit haben wir auch das Vampirschlafzimmer erfolgreich abgeschlossen und widmen uns dem nächsten Raum, dem ersten Kinder- bzw. Teenagerzimmer, und zwar für Wednesday. Und Wednesdays Zimmer gestalten wir im Stil des Sensenmanns. Oh mein Gott, wie passend. Also dieses Zimmer wird den Tod höchstpersönlich verkörpern. Als allererstes brauchen wir natürlich ein Bett. Vielleicht ist dieses hier da ganz passend. Aber allgemein könnte das Ganze ja vielleicht sogar ein bisschen wie eine Folterkammer aussehen. Einfach, weil es der Sensenmann ist. Er holt die Seelen der Sims zu sich.
sich. Und es ist Wednesday, also ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem Schreinertisch, mit dem allerdings keine Holzarbeiten verrichtet werden. Und daneben habe ich noch einen Tisch mit ein paar Foltergegenständen platziert. Vielleicht können wir uns hier sogar selber einen Folterstuhl bauen. Das müsste doch eigentlich ganz gut mit diesen Dingern funktionieren. Und davor noch ein bisschen erbrochen ist, denn ich glaube, das würde mir auch passieren, wenn ich mich auf den Stuhl setzen müsste. Vielleicht können wir hier auf der anderen Seite ja noch einen Tisch bauen, wo Wednesday bzw. der Sensenmann so ein paar Leichenteile aufbewahrt. Und zwar genau so. Wir brauchen aber natürlich auch noch ein Waschbecken, damit der Sensenmann bzw. Wednesday das Ganze nach der Prozedur auch wieder sauber machen kann. Und ich habe hier gerade diesen Stein im Debug gefunden. Und wenn wir den ein bisschen hochleveln, ja, könnte es wie eine bestimmte Flüssigkeit aussehen. Wenn ich das so sehe, habe ich allerdings das Gefühl, dass nur das Waschbecken irgendwie nicht reichen könnte. Deswegen gibt es auch noch einen Gartenschlauch. Hier kommt dann noch ein Sieb auf den Boden, wo das alles dann einfach reingespült wird. Und oh mein Gott, Leute, dieses Ding aus dem Debug könnte ein bisschen aussehen wie Säure. Well, that escalated quickly. Ich habe das Gefühl, dass es sich langsam in eine richtige Folterkammer verwandelt hat. Der Sensenmann bräuchte aber natürlich auch noch ein paar Grabsteine in seinem Zimmer und ein paar Urnen auf dem Nachtschrank. Ich habe aber auch noch diese Tafel hier gefunden und vielleicht ist das ja die Tafel, womit der Sensenmann plant, welches das nächste Opfer sein wird. Damit würde ich aber auch sagen, dass die Folterkammer aka Zimmer des Sensenmanns aka Wednesdays Zimmer fertig ist. Als nächstes haben wir dieses kleine, aber feine Büro und wir schauen mal, welches okkulte Wesen dieses Zimmer übernehmen wird. Und zwar ein Alien. Bedeutet also, dieses Zimmer wird ein bisschen moderner aussehen, allerdings trotzdem dunkel, denn es ist ein böser Alien. Ich habe mich mal für diesen Schreibtisch natürlich mit diesem Alien-PC entschieden und wir brauchen natürlich so einen Simray. Und dann haben wir tatsächlich noch eine Alien-Kapsel, also eine Art Urne. Die darf natürlich auch nicht fehlen. Und in unserem Alien-Büro brauchen wir natürlich auch so ein Chemielabor und auch ein Analysegerät, damit wir dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur gehen können. Und was wir ja wohl auf jeden Fall auch brauchen, ist dieses Ding hier. Darin können wir tatsächlich sogar was platzieren, wie zum Beispiel diesen Stein hier, der aussieht wie ein Gestein von einem unbekannten Planeten. Wir haben hier sogar so ein paar lebendige Aliens, die wir auf diesem wunderschönen Regal platzieren können. Und ich habe hier gerade tatsächlich dieses Fass gefunden, was aussieht, als könnte dort eine verbotene Flüssigkeit drin sein, wie zum Beispiel Säure. Und deswegen werde ich in Wednesdays Zimmer jetzt einfach mal dieses Ding, was ich tatsächlich als Säurefass vorgesehen habe, okay, das ist ein bisschen groß, ersetzen. Und dann machen wir das Ganze mit der Toolmod einfach ein bisschen größer. Aber auch für das Alien-Büro möchte ich, glaube ich, nochmal ein bisschen anderen Fußboden haben, wie zum Beispiel diesen hier. Und als Tapete könnten wir das nehmen, aber ich finde die Backsteinmauer eigentlich auch gar nicht so schlecht und so schmiegt es sich einfach ein bisschen besser in den Rest des Hauses ein. Schaut mal, was ich für eine großartige Lampe gefunden habe. Als wenn die nicht nach Alien schreit, dann weiß ich auch nicht. Theoretisch wären wir mit dem Mobiliar damit auch fertig. Allerdings sieht mir das Ganze noch nicht gruselig genug aus. Deswegen werde ich einfach noch ein paar merkwürdige Dinge platzieren, damit das Ganze ein bisschen überwucherter aussieht. So gefällt es mir schon besser, denn nun sieht es aus, als würde hier irgendetwas Seltsames vor sich gehen. Zwei Räume haben wir allerdings noch vor uns. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit dem zweiten Kinderzimmer. Dies bekommt das Thema Geist. Und ich glaube, weil es ein Kinderzimmer ist und das Thema Geist ist, müssen wir doch auf jeden Fall diese Geistertapete nehmen, oder? Oder die hier. Ich glaube, die sieht sogar noch ein bisschen gruseliger aus als die andere. Hier brauchen wir natürlich erstmal ein Bett. Vielleicht nehmen wir da dieses hier, denn das sieht richtig schön alt aus. Und ich würde hier gerne irgendwie mit diesen Ketten arbeiten. So ein bisschen Richtung Poltergeist. So gefällt mir das schon mal ganz gut. Ein bisschen, als würde das Bett tatsächlich an Ketten hängen. In einem solchen Geisterzimmer muss natürlich auch ein Seance-Tisch stehen, womit man die Geister eben herbeirufen kann. Und diese ultra gruseligen Bilder, die sich tatsächlich verwandeln, packen wir auch mal an die Wand. In einem Geisterzimmer darf natürlich auch der Geistersessel nicht fehlen. Und diese Vorhänge sind auch einfach nur großartig. Allgemein müssen hier aber so richtig viele Bilder von schon verstorbenen Leuten hin. Unter anderem natürlich auch von Goidry. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass es so auch schon ganz gut aussieht. Schön dunkel und geheimnisvoll mit Geisterglibber an den Wänden und auf dem Boden. Und damit kommen wir zum allerletzten Raum, das zweite Badezimmer. Zwei okkulte Wesen haben wir tatsächlich noch übrig und das Badezimmer gestalten wir im Stil eines Werwolfs. Theoretisch würde ich bei einem Werwolf ja sogar sagen, dass ein Busch zum Pinkeln am besten passt, aber wir können hier ins Haus ja wohl keinen Busch stellen, oder? Naja, vielleicht auch doch, wenn wir so einen kleinen abgetrennten Bereich machen und den Boden so, dass es aussieht, als wäre es Erde, kann man machen. Trotzdem stellen wir aber, würde ich sagen, auch nochmal ein richtiges Klo hin, allerdings ein kaputtes. Und auch die Badewanne sieht nicht viel besser aus als das Klo. Natürlich müssen auch hier ganz
viele Risse und Kratzer und irgendwelche kaputten Dinge auf den Boden, damit es so aussieht, als hätte sich hier schon der ein oder andere Werwolf verwandelt. Die Fenster werden zumindest halbwegs behangen, damit keiner sieht, was hier drin vor sich geht. Und damit würde ich sagen, dass wir auch mit dem letzten Zimmer fertig sind. Hier nochmal ein grober Überblick über den Eingangs- und Wohnbereich, über die Küche und das Esszimmer. Dann das erste Badezimmer. Die wundervolle Rumpelkammer. Der ziemlich verlassene Flur. Das Schlafzimmer. Das Kinderzimmer Nummer 1. Das Büro. Kinderzimmer Nummer 2. Und zu guter Letzt das zweite Badezimmer. Schreibt mir auf jeden Fall für jedes Zimmer in die Kommentare, wie ihr es findet, auf einer Skala von 1 bis 10 und welches euer Lieblingszimmer ist.